Ich kenne hier drei Lösungen und ich zeige dir zwei davon. Zuerst einmal die Lösung mit dem Superaffen, die ist ein bisschen schwieriger, aber funktioniert ganz gut. Nimm deinen Superaffen und platziere ihn etwa so an diese Stelle hin, also dass er bei diesem blauen Symbol hier ist oder es gerade mal so berührt, so in etwa. Dann machst du als Verbesserung 2, 5 und 0. Okay, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Erstmal, sobald er zu feuern beginnt, musst du hier sofort die Fähigkeit einsetzen. Am besten lässt du es langsam laufen, wenn die ersten BFBs hier sind. So, er fängt an zu feuern, ich setze die Fähigkeit ein, dann werden die ganzen BFBs zum Platzen gebracht und jetzt machst du das Ganze noch ein einziges Mal. Platzierst den Superaffen hier hin, mach als Verbesserung wieder 2, 5, 0. Sobald er zu feuern beginnt, setzt du die Fähigkeit noch ein einziges Mal ein und dann werden die ganzen Moab-Klassen hier zum Platzen gebracht. Okay, und das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und ein Meeresaffen mit 0, 2, 1. Die zweite Lösung ist ein bisschen einfacher und geht mit dem Affenfliegast. Das platzierst du am besten hier an diese Stelle hin, damit es weit entfernt von den ganzen Moab-Klassen ist. Mach als Verbesserung 0, 5 und 0. Mehr ist hier nicht notwendig. Okay, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Du musst jetzt einfach nur warten, bis alle Moab-Klassen, also inklusive allen ZOMGs hier im Bild sind. Das wird der Fall sein, wenn der erste BFB hier ist. Und dann setzt du die Fähigkeit vom Affenflieger-Ass ein einziges Mal ein. Und dann werden alle Moab-Klassen zum Platzen gebracht. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.